Ja, der hat super funktioniert. Ja, erstmal umfahren. Willkommen zurück. Die Intros werden immer schlechter. Genauso wie mein erstes Meal immer low-kalorischer wird. Ja, weil ich habe eine Kalorienanpassung bekommen. Ja, again. Letzter Stand war ja Refeed. Refeed war fresh eigentlich. Ja, wir waren ja noch mit den LTS-Leuten, den VIP-Leuten essen. LTS-Seminar war sehr geil, aber da werde ich gleich nachher nochmal was dazu sagen. Und da habe ich ja Free Meal gehabt, das war Free Meal, ich habe geschaut, dass es in meine Makros passt. Super salzig, dementsprechend am nächsten Tag ein bisschen schwerer eingewogen, aber das Gewicht dann direkt wieder weg gewesen. Aber seitdem hat Gewicht schon wieder keinen Bock. Heute tatsächlich ein Mini Low gehabt mit 82,8, ja. Nach meinem Low Day gestern mit 1800 Kalorien, sage und schreibe, ja. Also, es wird langsam knackig und Fatloss hat scheinbar nicht so Bock auf mich, wie ich auf ihn momentan. Ja. Aber, we gotta do what we gotta do. Ja. Und wenn ihr manchmal denkt, oh, ich muss so hart grinden und das ist alles so schwierig und Alter, das ist mir alles zu anstrengend, na dann, bleibt's fett. Easy. Simple as that. Aber es ist halt Fakt, dass gewisse Leute einfach mehr grinden müssen. Es ist Fakt. Das ist nichts Falsches oder das ist nichts falsch mit euch, ja. Aber in gewissen Fällen ist der Körper einfach eine Bitch, ja. Und es gibt, ihr habt Leute gehabt, die haben gepreppt bis zum Ende auf 2400 Kalorien, sowas. Ihr habt gepreppt am Ende auf 1500, 1600. Es ist einfach bei gewissen Leuten deutlich undankbarer, ja. Und wenn ihr euch da fertig macht, ja, und denkt, ja, irgendwas ist falsch mit euch, dann ist das die Limitation itself. So. Ihr denkt sich jetzt, was macht der Amigo mit Backpulver? Aber das ist schon fast der Prep 22 Throwback, wobei ihr habt das in der letzten Diät auch gemacht. Ich mache mein erstes Meal tatsächlich ganz gerne so, wenn ich weniger Carbs habe. Ja, das ist eigentlich relativ low, fast schon No Carb halte. Das ist jetzt nicht No Carb, da kommen noch ein paar Beeren drauf. Aber ich mache so einen Whey-Kuchen in der Mikrowelle. Ja. Ich glaube, das ist auch schon wieder so eine fancy Geschichte, die eh schon alle auf Instagram machen. Deswegen werde ich euch jetzt hier kein Rezept geben. Wenn es etwas nicht gibt auf diesem Kanal, sind es irgendwelche geschissenen Rezepte mit irgendwelchen geschissenen, ah, schau mal, High Protein, Low Calorie, irgendwas, gescheißen Zeug. Na, das machen wir nicht. Und ganz ehrlich, wie kann man etwas Rezept nennen, wo ich fucking Whey reingebe und Wasser und Backpulver und das in die Mikro stelle. Und that's it. Das ist die ganze Magie dahinter. Ja. Aber ist super schnell zubereitet. Ja, macht Spaß. Und ich will jetzt auch nicht so wirken, als wäre ich da angepisst über die Leute. Die Leute können machen, was sie wollen. Ist mir scheißegal. Aber ich rant einfach gerne ein bisschen. Ja. Ja. So wie Leute auch gerne über mich ranten. Sehr gut. Ja. Nachdem sie das wunderbar cremig gerührt haben und das eine Konsistenz hat, die sehr homogen ist, stellen sie das in die Mikrowelle für 54,3 Sekunden und dann wird das ein Wahnsinnskuchen. So schaut das Ganze aus, ja. Simpel, noch ein paar Beeren drauf und jetzt noch Knie ankauen, super. Ein paar Beeren drauf, ein bisschen Erdnussbutter, dann ist das so ein geiler Kuchen. Mhm. Kann man machen. Aber ich spare mir, wenn die Carbs weniger werden, ganz gerne eigentlich das meiste für Pre- und Post-Workout auf. Beziehungsweise Pre-Bad auch ein bisschen, aber in der Früh brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendeine große Menge an Carbs. Deswegen, das habe ich glaube ich auch schon in meinen alten YouTube-Videos immer wieder angeschnitten von 2022 in der Prep. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, gerne mal auschecken, ja, würde ich mich freuen. I-Wert, das ist jetzt Essen. Heute ist Jess Dells dran. Heute wieder die erste richtige Session. Ist echt gut heute. Das heißt, ich habe 4 Tage Deload gehabt, mache jetzt 4 Tage, habe jetzt 4 Sessions De-Volume gemacht. Und jetzt wieder die erste Session. Ja. Auch relativ gut geschlafen tatsächlich heute Nacht. Also fühle mich fresh. Ich werde jetzt aber den ganzen Vormittag noch Check-ins durchballern. Euch hier und da vielleicht ein bisschen behind the scenes zeigen. Ja. Euch ein bisschen erzählen, was wir eigentlich so machen. Ja. Weil viele Leute fragen mich immer noch, Alter, was machst du den ganzen Tag? Trainingspläne schreiben, Ernährungspläne schreiben? Nicht wirklich. Ja. Aber ich zeige euch da einfach ein paar Insights und ein paar behind the scenes. Ja. Ein paar Client-Probleme und vielleicht kannst du auch etwas für dich mitnehmen, wenn du in einer ähnlichen Situation bist. Ja. Genau. Und ich meine, wenn dieses Video online kommt, ja tatsächlich,
dann ist auch mein Projekt, das ich schon mal angesprochen habe, ja, released. Und zwar möchte ich jedem da draußen zeigen, was man unter Gucci... Perfekt. Unter Gucci. Yo, was ist Gucci? Unter gutem Coaching verstehen kann, ja. Und ich habe etwas vorbereitet, beziehungsweise etwas erarbeitet, ja, wo du 4 Wochen gratis Coaching bekommst und Insights bekommst, wie das Ganze ausschaut, wie gutes Coaching aufgebaut ist, was wir für Themen ansprechen, wie Assessment ausschaut, wie Setup ausschaut und so weiter. Link dazu findest du in meiner Bio auf Instagram, ja, oder schreib mir einfach eine DM, dann schicke ich es dir. Deswegen, on it, ja. Wenn du nicht im Coaching bist, ja, on it. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Free-Coaching besser ist als viele Paid-Coachings da draußen. Und das ist eine Ansage. Ja? Weil da immer noch so viel Bullshit da draußen gemacht wird. Und ich will, dass dieser Bullshit weniger wird. Ja? Deswegen haben wir das gemacht. In diesem Sinne, werde jetzt fertig frühstücken, euch ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Und dann sehen wir uns später. Jetzt muss ich wieder aufstehen, Kamera ausschalten, kann erst dann weiter essen. Ja, that's the life of YouTube. So, zur Feier des Tages, ja, weil heute Freitag ist, I guess. Nehmen wir ein goldenes Monster in die Hand. Das fühlt sich jedes Mal so an, als würde ich hier Champagnerflasche aufmachen. Ja? Jeden Tag. So, Wahnsinn. Mm. Gut. Wir haben jetzt an die Check-ins nicht gesetzt, sondern gewalkt. Ich walk zu den Check-ins. Ja? Ich laufe den Check-ins zu. Stabil. Bei mir ist immer so, ich habe generell eigentlich 6 Check-ins-Tage. Sechs Check-in-Tage die Woche. Ja? Und Samstag ist eigentlich Check-in-free. Außer Prep-Updates oder so. Und ich habe eine Kundin, die am Samstag eincheckt, weil es ihr am besten ins Schedule passt, habe ich gesagt, das passt, weil sie auch schon lange dabei ist. Ansonsten ist Samstag eigentlich so Check-in-frei und die anderen Tage sind so verschieden loaded, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber Check-in-Tage schauen eigentlich so aus, oder die Tage, wo ich Check-ins habe, dass ich in der Früh aufstehe. Als erstes kurz Journal, ja, hier in meinem Buch. Und dann gehe ich hin, ja, und schaue mir an, okay, was sagt mein WhatsApp. Ja. Ich lasse die Leute immer bis 24 Uhr einchecken. Ja. Also die Leute schicken mir ihre Updates, das heißt meistens Voice- oder Textnachricht. Je nachdem Trainingsvideos, Form-Updates, ausgefüllte Sheets, ja, damit die genau weiß, okay, was war in der Woche los, ja, dass die Person mir berichtet, welche Probleme es gab, dass die Person mir berichtet, wo es gebrannt hat, dass die Person mir berichtet, was die Wins waren dieser Woche, etc., etc. Und ich gebe der Person dann entsprechend Feedback. Das heißt, die schauen mir in der Früh an, okay, wie schaut's aus, ja, bestenfalls sind immer alle Check-ins da, ja, und dann schaue ich mir an, was habe ich sonst noch für Nachrichten offen, habe ich sonst noch ein bisschen Technik-Feedbacks und dann arbeite ich erstmal ein paar Nachrichten ab, die ich relativ schnell abgearbeitet habe. Prep-Check-Ins gehen durch, beziehungsweise Prep-Updates gehen durch und dann setze ich mich wirklich an die Check-Ins. Das heißt, das ist jetzt der Fall. Ich habe vorher schon 1-2 Check-Ins gemacht, bevor ich das Frühstück angefangen habe aufzunehmen. Ja. Am meisten ist so die ersten 1 Stunde bis 1,5 Stunden des Tages sind 1-2 Check-Ins dabei, aber vor allem auch Abarbeiten von Content-Plan-Checken, von whatever it is. Ja. Also das sind so mal die wichtigsten Komponenten in der Früh. Und dann setze ich mich an die Check-Ins, wie jetzt hier von dem lieben Beck hier, wenn du das siehst. Ja, Shoutout an dich. Wahnsinns Progress gemacht über die letzten 1,5-2 Jahre. Absolut genial. Und das Setup ist jetzt so, dass ich mir die Check-in-Voice anhöre, ja, und anhand von der Check-in-Voice Notizen mache, gleichzeitig die Sheets anschaue, mir die Check-in-Bilder anschaue und dann entsprechend meine Meinung bilde, ja, was die Woche gut war, was die Woche nicht so gut war, wo wir vielleicht Changes machen müssen, etc. Und that's pretty much it. Ja. So läuft der Check-in jetzt grob gesagt ab. Ja. Und deswegen mache ich das jetzt und zeige euch vielleicht ein bisschen Insights von dem geilen Typen, ja, wie er absolut abliefert, ja, so wie das Team das tut. Ja. In diesem Sinne, gehen wir rein und schauen, was er erzählt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch 1:1 gleich wehtut, oder so ein kleines Problem schmerzhaft geworden ist, der Reißer geht, wenn es übel ist, das ist übrigens auch ein Weg, wenn du den Anfang bist, solange es in die Ausgangsposition kommt, also es ist Zahl hoch, wenn du willst. So, und auch wenn Bekir jetzt berichtet hat, dass er ein bisschen Schulter-Issues hat, ja, die er sich tatsächlich bei der Hack, meine ich, zugezogen hat, werden wir natürlich das Ganze richten. Ja. Also genau solche Informationen sind für mich super wichtig. Ja. Das Wichtigste für mich ist dann einfach erstmal nicht den Teufel an die Wand zu malen, sondern zu schauen, okay, was können wir machen? Welche Übungen sind problematisch? Ja. Können wir die Übungen adaptieren? Ja. Wie können wir sie adaptieren? Machen wir vielleicht sogar einen Deload? Ja. Also ich werde bei ihm jetzt erstmal durchschauen, wie lange denn wir schon in dem Zyklus sind. Ja. Und allenfalls sogar schauen, dass wir ein paar Tage aufmachen jetzt. Ja. Aber Ihr werdet wahrscheinlich für die Lösung gehen tatsächlich, ja, weil wir sind da jetzt doch auch schon ein paar Wochen im Zyklus und da wird sich das wahrscheinlich ganz gut anbieten.
Dementsprechend solche Geschichten einfach so, so wichtig. Ja? Und die Kommunikationsebene, ja, auf dieser Coach-Client-Beziehung ist meiner Meinung nach immer noch das Wichtigste und auch das Unterschätzteste. Und dementsprechend, wenn das funktioniert, dann sind wir eigentlich in einem sehr, sehr guten Spot. Ja. Nichtsdestotrotz will ich euch nicht vorenthalten, was für eine grandiose Sidechest wir hier haben. Ja? Auch wenn die Helligkeit gerade gar keinen Bock hat. Ja. Wild, Bekir, ein Traum. Ja. Einfach ein Macher. So wie es sich gehört, jetzt ist wieder dieser Punktfokus da. Ohne Scheiß, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was das ist. Ich check's nicht. Anyway, ich werde jetzt ein Video-Feedback machen für ihn, beziehungsweise werde mir Trainingsvideos noch anschauen, noch ein paar Notizen machen, ein paar Adaptionen vielleicht schon im Trainingsplan und dann entsprechend Feedback geben. Jeder Client, jede Klientin kriegt von mir wöchentlich Video-Feedback zu ihrem Check-in, ja, weil das meiner Meinung nach das Persönlichste ist und einfach nur ein, ja, passt schon. Ist kein Coaching, Alter. Reißt euch zusammen, was ist das? Ja. Und vielen lieben Dank für deinen Check-in für diese Woche. Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffe, bei dir passt soweit alles und du bist soweit fresh in diesen Tag gestartet. Einziges Problem, das wir ein bisschen hatten, ist die Schulter, die du immer schon kurz erwähnt hast, als wir uns gesehen haben, ja, die ein bisschen rumspackt. Aber ihr habt da jetzt auf jeden Fall ein paar Gedankengänge, wie wir das Ganze ohne Probleme lösen. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass du zum Arzt gehen musst tatsächlich. So, ihr habt jetzt obviously nicht das ganze Feedback gesehen, ja. Aber so schaut das circa aus bei jedem One-to-One-Client, ja. Analysieren, zuhören, Bild machen, Lösung finden, Lösung entsprechend der Person weitergeben, ja, und die Person ist ready für die Woche so, oder für die nächsten Tage oder whatever. Ja. Und ich fordere natürlich auch immer wieder Updates zwischen der Woche ein, je nachdem in welcher Position die Person auch gerade ist, ja, eben ob Schmerzen da sind, ob die Person auf Prep ist oder whatever. Also es ist nicht nur dieser Weekly Check-in als Touchpoint, sondern je nach Bedarf natürlich noch deutlich mehr. So, ja. Und da nehme ich mir auch die Zeit. Immer, das ist eh die wichtigste Komponente, meiner Meinung nach, von einem guten Coach, ja, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dich für die Leute interessierst, ja, dass du mit den Leuten kommunizierst und dass du nicht, keine Ahnung, 48, 72 Stunden für Antwort brauchst, ja, auf eine belanglose Frage, ja, oder auch der Check-in einfach erst 3 Tage später kommt. Das geht nicht. Ja. Also das geht einfach nicht. So. Sondern wir haben hier wirklich zeitnahe Antworten, guten Service, high level of Feedback, High Level of Care, weil das macht am Ende des Tages ein High Level Coaching aus. Ja? Also ich weiß nicht, wie Leute, keine Ahnung, 200, 250, 300 Euro verlangen können für einen absoluten Müllservice. Wie? So, ja? Aber das ist eine andere Geschichte. So, in diesem Sinne werde ich jetzt noch einige dieser Feedbacks machen, ja? Und euch danach catchen und euch vielleicht ein bisschen erzählen, was so los war bei den Leuten und euch da so ein bisschen mitnehmen. Und bis dahin werde ich auf meinem Walking Pad ein bisschen gehen und geile Leute anschauen und ihnen dabei zuschauen, wie sie Progress machen. Ja? Und da, wo es brennt, werde ich die Brände löschen, because that's my job. Ja? Stellt euch vor, mich als Feuerwehrmann. Ja? Wichtig. Friends of the Sun, Freunde der Sonne. Ami de... Keine Ahnung, was Sonne auf Französisch heißt. Soleil. Ami de Soleil. Ja, stabil. Check-ins sind durch, mein Kopf ist auch durch. Waren richtig geile Check-ins mit dabei heute. Oder da waren Leute mit, ja. Also Bestform durchgecheckt, ja. Vicky ist 2 Tage out, heute mit Bestform eingecheckt, die wollen wir jetzt konservieren. Wir haben Leute, die brutale Wins gefeiert haben. Also es war richtig, richtig produktiv und macht mir einfach so enorm stolz und happy als Coach, einfach solche Journeys begleiten zu dürfen. So geil, so geil. Einfach bester Job der Welt, honestly, ja. Manchmal absolute Struggles und komplett überfordert mit dem Leben, habe ich heute auch in einem Check-in erzählt, aber das ist auch okay, das ist, glaube ich, überall so. Ja. Anyway, wir sind jetzt eigentlich primär durch, es sind jetzt noch 1, 2 Dinge offen, ja, oder 2, 3 Dinge offen und dementsprechend werden wir jetzt aber erstmal an meinem, also wir, ich bin einfach mehrere Persönlichkeiten, ja, werde ich, ja, erstmal mein Pre-Essen, das schon in der Mikrowelle ist, es wird Oats geben, ja, und nein, es gibt keinen Full Day Feeding, ja. Aber nachher gilt es, den Rest der Arbeit noch zu machen, aber jetzt erstmal Pre, dann ins Gym fahren, dann nehme ich euch mit durch die Session und danach gibt es den Rest von der Arbeit. Ich werde meinen Laptop mitnehmen, werde wahrscheinlich im Gym noch ein bisschen weiterarbeiten, vielleicht da was essen, was ja immer ganz cool ist, dass das da möglich ist, ja, was mich immer sehr happy stimmt. Genau. Also das mal dazu. Ja. Aber wie ich, heute war alles dabei, von PRs über beste Rückenshots, über leanste Body Composition ever im Leben, noch nie so wohl gefühlt, ja, das erste Mal im Sportbad trainiert und sich dabei wohl gefühlt. Big wins today, genau deswegen machen wir das, Freunde, ja, genau deswegen bin ich Coach, um Leute
um Leuten Wins zu bescheren, ja, und um Leute bestmöglich zu unterstützen. Das, was Coaching sein sollte. Ja. Nicht einfach nur generic meal plan und yeah, here's a meal plan, here's a training plan, fuck off and don't ever text me again. Das ist kein Coaching. Im letzten Video hat mich wer darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, bei den Kalorien esse ich keine Bananen mehr, was man mit dem Shaker der Seele hat, dass ich keine Bananen mehr esse. Und dann habe ich mein Brie einfach mit Bananen getopft. Ja. Ich muss mich entschuldigen, ja. Also ich kaufe jetzt wirklich keine Bananen mehr, aber ich habe jetzt noch mal zwei daheim gehabt und die werde ich sicher nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich das jetzt auch eingeplant. Es ist heute das erste Mal wieder nur Oats Brie. Ich habe meistens entweder nur Grießbrei bzw. Himmeltau oder eine Mischung von Himmeltau und Oats gegessen. Ich will das jetzt einfach wieder mal ausprobieren, weil ich übelst Bock auf Oats habe in letzter Zeit. Und dementsprechend probieren wir das mal. Das wird jetzt verspießen, ja. Dann ziehe ich mir kurz um. Und dann fahren wir los. Dann nehme ich euch durch eine juicy, geile Chest-Session mit Chest-Dells, whatever you want to call it. In diesem Sinne. Oh, meine Freunde der Sonne, wir sind da. Mit dem nächsten Monster, was sehr wichtig ist. Heute haben wir Chest-Dells, ja. Und ich muss kurz schauen, welche Chest-Dells-Session tatsächlich. Ich glaube aber die mit Hammer Incline. Ja, heute ist die mit Hammer Incline. Hat auf jeden Fall Bock. Sophia ist auch am Start. Hallo, ich bin auch am Start. Wichtig. So. Gut, was machen wir heute? Wir gehen mit Laterals rein, dann machen wir Hammer Incline, dann machen wir Chimleco Chest Press, wo der überhaupt da ist, ja, und jeder die macht. Sie ist schon gut, aber gibt auch andere gute Chest Press, aber sie macht Bock. Dann haben wir, ich glaube, JM Press, dann nochmal Fly, nochmal Lateral, irgendwas Tricep-mäßiges, glaube ich noch, und das war's. Auf jeden Fall nehme ich euch ein bisschen mit. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, cheers to the session. Let's get into it. So, wir starten direkt mit einer Lateral Race, die viel zu schwer ist. So. Ja, oder? Was ich tatsächlich ganz gerne mache, ist es bei ISOs mit den Warm-Ups relativ schnell und effizient durchzugehen, weil ich mich nicht gern von der Kamera hinknie. Ja, na, das war ein Witz. Aber weil, ganz ehrlich, bei den ISOs, oder? Ihr braucht es jetzt da nicht ewig 15 Minuten rum. Dümpeln, ja, bis ihr euren Satz machen könnt. Natürlich sollt ihr fokussiert sein, aber man muss auch nicht übertreiben. Ich habe meine Session so viel effizienter gestalten können mittlerweile. Ich meine, ich habe für eine Push-Session 1,5 Stunden, ja, maximal. Und früher habe ich 2,5 Stunden oder so trainiert. Ja, vielleicht sogar 1 Stunde 10 mittlerweile. Und mit YouTube-Video aufnehmen habe ich wahrscheinlich nicht mal 1,5 Stunden. Ich habe jetzt um 13 Uhr angefangen, also ich werde safe um 14.15 Uhr, 14.20 Uhr fertig sein. Deswegen, wenn ihr ein bisschen effizienter in euren Session werden wollt, ja, dann schreißt zwischen den Sätzen nicht zu sehr rum, macht Kopfhörer rein, macht euer Ding und dann braucht ihr auch nicht so lange. There ain't no one like, cause are you dumb or you crazy? There's no way, G, me and my clique, we handling biz. While you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. You the best. You the best. No contest. So, next up haben wir die gute alte Hammer Incline. Wirklich die alte, weil die ist besser als die neue. Aber ich brauche erst ein paar 20er Blades, weil ich so stark bin, obviously. Ha! Ist so stark, Alter. Einzige starke ist Peter. Ja, richtig. Wir machen hier Top und Backoff. Hier nehmen wir dann doch ein bisschen mehr Zeit bei den Warm-Ups. Und es fängt wieder an mit den Kameradurchgängen wahrscheinlich. Mir wurde heute gesagt, dass meine Socken nicht zu meinen Schuhen passen, aber ich muss das revidieren. Ja, weil da ist ein roter Jumpman, also passen rote Socken. Genau, mit Zukunft machen wir das Ganze jetzt. Entschuldigung. So, wie gesagt, heute, na, was für heute. Hier nehme ich mir immer ein bisschen mehr Zeit für die Warm-Ups, ja, weil ich da doch geprimed sein will, muskulär, Nervensystem und einfach auch kopftechnisch, ja, also so focus-wise, wenn man wissen will, was auf mich zukommt an Gewicht. Und dementsprechend nehme ich mir hier ein bisschen mehr Zeit und mache so 3 bis 4 Warm-Ups bei den Compounds. Aber wenn man die auch effizient geschaltet, dann hängt man da jetzt auch nicht ewig drin fest. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen auf. Ja.
schauen, was wird. Kommt gut. Topsatz mit 3 plus 5. Er war ja auch schon stärker. Er war auch schon schwächer. Aber ihr habt ja schon gemerkt, wie es immer mehr zu einem Ego-Lift wurde. Ich habe ja schon mal also auf der roten, habe ich schon 4 Plates bewegt oder so pro Seite. Oder sogar ein bisschen mehr. Aber ob das jetzt noch so stimulativ war, ich muss sagen, ich habe meine Brust danach gut gespürt, aber ein bisschen weniger. Ich komme hier, glaube ich, ein bisschen weiter. Und von dem her schaue ich, dass ich jetzt hier 7, 8 solide Raps hinkriege. Und dann bin ich happy. Deswegen würde ich sagen, es geht in Twitch. For the wicked, I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest, there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. There ain't no one like, cause are you dumb or you crazy? There's no way, G. My clique be handling biz while you and your clique just act full gazy. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best, best. Ich muss sagen, all die beiden Sätze waren oberstabil. Stabil. Die Leute, die das Bild laufen auch schon kennt. Auf jeden Fall war gut. Jetzt ist meine Kamera dabei schon. War ein bisschen schwächer, aber ich habe die Übung seit 3 Wochen nicht mehr gemacht. Deswegen. Nehmen wir hin, ja. Ich gehe jetzt über zu Jim Leko. 2 Sätze hier, dann über zu Jay Impress. Dazwischen gibt es kurze Formcheck mit Vicky, die 2 Tage auf. Because we gotta do what we gotta do. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best, best. We the best, best. No contest. So, kurzer Intra-Workout-Formcheck mit der lieben Vicky. Schaut sehr gut aus. Bin happy. Ich bin sehr gespannt. Für Warm-up wirklich gut. Oberkörper hier, literally ready. Am Unterkörper hängt auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber das war uns auch bewusst für die Warm-up. Aber danach, für die Main-Shows, holen wir uns nochmal die letzten 2,5 Kilo sowas. Und dann passt das super. Ich werde jetzt weiter trainieren. Pump schon wieder los, aber das passt eh. In diesem Sinne gehen wir jetzt zu JM Press und schauen, was wird. Heute ist viel zu voll im Gym, dementsprechend alles besetzt, dementsprechend ewig nicht gemacht. Die gute alte Schnell-Chest-Press und die versuchen wir jetzt wirklich so trizepsdominant wie nur möglich zu machen. Und eine JM-Press zu imitieren. Sprich, Fokus primär einfach nur auf die Extension. Des Ellbogens. Geht ganz gut. Erster Satz, 5 Plates. Ewig nicht gemacht. Schauen wir mal, was wird. Das ist ein Fly hier. Satz hier und dann filme ich vielleicht noch die Laterals mit und ein bisschen Posing oder so. Und das war's dann.
So, Freunde, schauen wir mal, was das wird hier. Erstmal diese Schuhe ausziehen, Alter. Schon einmal oben gepostet. Schauen wir mal, was das wird. Oh, die Hose ist schon wieder viel zu... Wir haben eine wahnsinnig gute, produktive Push-Session in die Bücher gebracht. Der liebe Andi hat mich auch noch begleitet mit ein paar Fotos, auch vom Posing. Ja, ich habe zwei Runden gepostet, habe unten noch mal eine gemacht. Oben war das Licht besser und der Pump auch. Unten habe ich schon wieder flach ausgeschaut. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es kommen ein bisschen mehr Details raus. Ja. Mein Gewicht ist zwar immer noch hängend, ja, aber ich hoffe wirklich auf ein paar neue Lows in nächster Zeit. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich jetzt am Heimweg. Ja. Hab noch einiges abgearbeitet im Gym und dementsprechend sind wir jetzt ready für einen relativ entspannten Abend. Ja, also most work is done und dementsprechend werde ich jetzt heimfahren, ein paar Nachrichten beantworten, Instagram Post raushauen, YouTube Video raushauen, weil es Freitag, ja, wichtig. Und an dieser Stelle auch dieses Video abrappen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Insights geben. Ja. Heute steht hier nichts mehr Spannendes an, außer letztes Mealessen. Es gab vorher noch eine Bowl im Gym. Ja. Wichtig und richtig. Ich gebe zu viel Geld aus in diesem Gym. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich gebe zu viel Geld aus. Mach jetzt eine Fundraising-Company oder so. Ja. Ein PayPal-Me-Account für Essen im Gym. Ja. Könnt ihr alle 50 Cent spenden oder so. Das war der Wahnsinn. Mach nur Spaß. Ja. Nicht, dass ihr hier noch gehatet werdet dafür oder so. Ja. That's it. Es ist eh viel zu windig hier. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Hier ist besser. Ich gehe jetzt eine Treppe hoch und da schnaufe ich eh wie ein Nilpferd. Deswegen, das will ich keinem antun. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja. Hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt sie in die Kommentare. Lasst gerne so oder so einen Kommentar da. Und kommentiert Treppe, ja, weil ich gerade Treppe hochgehe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut's rein und bis dann.